Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute kommen wir zum meiner Meinung nach geilsten Perk, was wir in MW2 haben. Und natürlich ist es in der letzten Perk-Kategorie und natürlich ist es so, dass wir deswegen andere sehr gute Perks irgendwie zur Seite legen müssen. Aber Quickfix, Leute, und ich werde es euch heute vorstellen, alle Vorteile davon, ist das Perk, was die Pros benutzen, was jeder im Multiplayer benutzen sollte. Und gehen wir mal in die Erklärung, was es eigentlich tut und was die anderen Perks in der gleichen Kategorie eigentlich sind. Quickfix findet sich in der vierten Kategorie wieder und in der vierten haben wir Alarmiert, was starkes Geist, was wahrscheinlich 90% der Spieler benutzen. Zusammenflicken, übertakten, das heißt, ihr könnt sozusagen zweimal Totenstille hintereinander benutzen, es laden sich zweimal die Feldaufrüstung auf. Überlebenskünstler, das ist wirklich das dümmste Perk, was es in dem Game gibt und jeder, der das benutzt, ist einfach wirklich, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und Draufsicht, was in der Beta mein absolutes Go-To-Perk war, weil ihr eben andauernd einen kleinen Orbi sozusagen habt. Ihr habt die Richtung der Gegner, in welche Richtung sie schauen, wo sie hinlaufen. Die Minikarte zoomt raus, das heißt, ihr seht mehr von der Karte. Da war es aber noch, dass dieses Perk in Kategorie 4 war und Quickfix, was unser Perk heute ist, in Kategorie 3. Sie haben Quickfix mit Hardline getauscht. Wir haben lange drüber gesprochen, das Perk-System ist Schrott, aber zusammenflicken. Das Töten von Spielern löst direkt die Gesundheitsregeneration aus. Das Einnehmen und Halten von Zielen steigert dein Gesundheitsregenerationstempo. Ziele sind eine A, eine B, eine C-Flagge in Herrschaft, in Stellung, wenn ihr in der Stellung seid, wenn ihr sie haltet, wenn ihr eine Flagge einnehmt, wenn ihr eine Flagge verteidigt. All das sind Objective-Ziele, die wir haben und all das steigert das Gesundheitsregenerationstempo. Wie viel? Das werden wir uns jetzt einmal angucken. Ich habe es alles für euch getestet und lasst uns dann darüber sprechen, warum das Töten von Spielern diese Gesundheitsregeneration nicht nur sofort auslöst, sondern auch noch verschnellert. Warum ist dieses Perk so viel geiler als alle anderen und warum sollte man es als Ultimate-Perk unbedingt nehmen? Punkt 1. Wenn ihr angeschossen werdet und ihr habt noch ein HP, dann braucht ihr, wenn da keine Zerfallmunition drin ist, die eure Wundenwirkung, das hatten wir im Video gestern, auf 9,7 Sekunden verlangsamt, eine Regenerationszeit, bis ihr 100 Leben wieder habt, von genau 5 Sekunden. Das ist, wenn man es im Vergleich zu MW19 nimmt, Cold War nimmt, relativ im Durchschnitt. Wir hatten schon gerade WW2 am Anfang, da hat es 7,7 Sekunden gedauert, bis man wieder volles Leben hatte, wenn man eben auf einen HP runter war. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, aber 5 Sekunden macht trotzdem natürlich einen Unterschied, weil ihr in diesen 5 Sekunden keinen Schaden bekommen dürft. Ab dem Punkt, wo ihr keinen Schaden mehr bekommt, startet in diese 5 Sekunden, bis ihr eben wieder bei 100 Leben seid. Wenn jemand mit Zerfallmunition auf euch schießt, dauert das Ganze 9,7 Sekunden. 10 Sekunden in einem Call of Duty Multiplayer ist unfassbar lang. Unterschätzt diese 10 Sekunden nicht und auch nicht die 5 Sekunden. Wenn ihr jetzt Zusammenflicken als Perk mit dabei habt, passiert Folgendes. Wenn ihr angeschossen werdet und auf einer Flagge seid, egal ob ihr den Gegner tötet, ob ihr ihn anschießt oder sonst was macht, sobald ihr auf einer Flagge seid, auf einer A-Flagge, B-Flagge, C-Flagge, ihr sie verteidigt, einnehmt, das ist egal, ob sie euch gehört oder ob ihr sie komplett übernehmt, ob sie neutral war, das ist völlig egal. Solange ihr im Umkreis einer Flagge seid, kickt es und ihr angehittet wird, das Zusammenflicken-Perk rein. Denkt dran, ihr habt es ja nicht ganz am Anfang, sondern eben immer erst, sobald ihr es freigespielt habt. 7,5 Minuten und alle 100 Punkte gehen 10 Sekunden von diesen 7,5 Minuten wieder weg. Also pro Kill, kann man sagen, bekommt ihr 10 Sekunden Abzug von dem Ganzen. Sobald ihr da drauf seid und angehittet werdet oder eben Leben verloren habt und auf diese Flagge springt, dauert nicht mehr 5 Sekunden Regenerationstime, bis ihr wieder bei 100 Leben seid, sondern 3,6 Sekunden. Das heißt, wir haben hier einfach mal eine Reduzierung von über 25% nur für die Regeneration von euch. Ihr seid also deutlich schneller wieder fit, ihr könnt deutlich mehr wieder aushalten. Das gleiche gilt auch, wenn ihr nicht nur Patronenschaden bekommt, sondern auch Granatenschaden, Flashgranatenschaden, all diese Sachen. All das hilft euch dabei, dass ihr eben wieder volles Leben habt. Wenn ihr angeschossen werdet auf 1 HP und ihr tötet einen Gegner, während ihr auf 1 HP seid, kickt die Regeneration sofort wieder rein. Wirklich instant und innerhalb von 1,6 Sekunden
1,6 Sekunden seid ihr komplett bei 100 Leben. Nur mit einem Kill. Jetzt kommt der große Vorteil. Wenn ihr in Gunfight seid, mit einem oder mehreren Gegnern und ihr spielt vielleicht aggressiv und ihr kriegt irgendwo Schaden, aber ihr macht diesen Kill, braucht ihr euch nicht 3, 4, 5 Sekunden in Deckung schieben, kein gar nichts. Die Gesundheitsregeneration kickt instant rein, in der Sekunde, wo ihr den Gegner getötet habt, genau in dem Moment kickt es schon rein, 1,6 Sekunden, ihr seid wieder bei vollem Leben. Und ich habe das Ganze mit Zerfallmunition ausprobiert und ich habe das Ganze auch mit Brandmunition ausprobiert, denn Brandmunition tickt euch ja pro Hit, den ihr mit einer Brandmunitionskugel bekommt, weiterhin 3 bis 6 Schaden. Das geht über einen Zeitraum von 3 Sekunden und ihr seht es dann auch, euer Bildschirm wird nochmal ein bisschen blurry und ihr seht so diese Flammen ganz leicht. Und wenn ihr auf jemanden schießt mit eurer Flammenmunition, seht ihr es bei ihm, er brennt so ein ganz kleines bisschen. Und zusammenflicken ist so krass, dass es die Wirkung von Zerfallmunition genauso wie von Brandmunition innerhalb, also wirklich komplett auslöscht. Das heißt, wenn jemand auf euch schießt mit Zerfallmunition, braucht ihr normalerweise 9,7 Sekunden, bis ihr wieder bei vollem Leben seid. Wenn ihr Zusammenflicken schon aktiv habt, das heißt, ihr habt das Ultimate Perk verdient und euch schießt einer damit an, sagen wir mal, ihr habt ein HP und es war Zerfallmunition, bis ihr wieder volles Leben hättet, wären es 9,7 Sekunden. Wenn ihr jetzt aber jemanden tötet, genau in dem Moment, kickt es sofort rein und es dauert wieder nur, und das ist so krass, 1,6 Sekunden, bis ihr wieder volles Leben habt. Das heißt, das Ultimate Perk neutralisiert sozusagen Wundenwirkung, Brandmunitionsschaden, all diese Sachen, die euch eigentlich lange aus dem Spiel nehmen würden oder euch relativ sicher in den nächsten paar Sekunden zum Tod führen würden, nimmt Zusammenflicken als Perk komplett auseinander. Und gerade wenn ihr in Objective Game Base Mode spielt, also Stellung, Herrschaft, Capture the Flag soll jetzt ja kommen, was mich freuen würde, weil es ein cooler Modus ist, dann ist Zusammenflicken das absolut geilste Perk. Ich habe es auch getestet mit Marken, bei Abschluss bestätigt. Marken einsammeln bringt euch nichts in dem Fall, außer eben, dass ihr Zusammenflicken als Perk schneller bekommt, weil die Marken als Punkte zählen. Aber eine Marke einnehmen regeneriert euch nicht schneller oder hilft euch in Gunfights nicht. Sollte man Zusammenflicken in anderen Modi ebenfalls nehmen. TDM, Abschluss bestätigt, Suchen, Zerstören, es gibt ja so viele Modi. Meiner Meinung nach, in jedem Modus, wo ihr spielen könnt, inklusive Suchen, Zerstören, sollte Zusammenflicken euer Perk to go sein. Es gibt für mich kein Argument, eins der anderen Perks zu nehmen, außer Draufsicht, was ein sehr cooles Perk ist, weshalb man nicht Zusammenflicken nehmen sollte. Ich weiß, viele von euch lieben Geist, das Problem ist, Drohnen am Anfang der Runde sind extrem stark, weil keiner Geist haben kann. Es ist nicht machbar, weil man eben immer diese gewisse Zeit warten muss, bis es aktiv ist. Übertakten, Überlebenskünstler ist eh Quatsch. Wenn ich mir alle Kategorie 4 Perks in der Ultimate Perk Kategorie angucke, mein ganz klares Fazit für euch Leute, Zusammenflicken ist the way to go. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich glaube, dass mehr Leute nach dem Video heute das mit reinnehmen. Meiner Meinung nach das beste Perk im Game und es macht schon sehr Spaß, wenn ihr seht, dass ihr einen Kill macht und nicht nur die Bestätigung des Kills bekommt, sondern ihr seht an eurem Bildschirm instant, dass dieses Rote weggeht und dass ihr wisst, okay, ich kann weiterfighten. Für aggressive Spieler gut gemacht, aber auch für passive Spieler. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.